Jutenhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heiler Gemurkse WoW. Ja, wir stehen hier gerade beim Elex-Züchter rum und guck mal nach, wir haben Post bekommen. Und zwar vom Entwicklerteam von WoW. Das werden wir uns jetzt mal angucken, was sie einem da so schönes in die Tasche gelegt haben. Das heißt, wir versuchen es zumindest. Dazu müssten sie nämlich, da ist ein Briefkasten. Tara, die Post ist da. Wow, schon wieder ist ein Jahr WoW herum. Mit diesem Jubiläumsgeschenk für Ihre Abenteuer möchten wir Ihnen danken, dass Sie weiterhin mit uns World of Warcraft spielen. Das Entwicklerteam von WoW. Und dann gucken wir mal an, was da drin ist. Den Brief löschen wir. So, dann machen wir mal auf. Wir haben bekommen Brief von den Zeitwanderern, seelengebunden. Dieser Gegenstand startet eine Quest, benötigt 13. Geburtstag von WoW, mit wunderschöner Kalligrafie an euch adressiert. Achso. Die Historiker. Murksi, jedes Jahr reise ich nach Sturmwind, um Abenteuern wie euch zu helfen, unsere gemeinsame Geschichte zu würdigen. Wir müssen zwar die Zukunft immer fest im Blick behalten, aber wir dürfen dennoch nicht unsere Vergangenheit vernachlässigen. Besucht mich in der königlichen Bibliothek von Sturmwind, dort können wir uns weiter unterhalten. Machen wir. So, was hier zum Beispiel, was jetzt gerade aufploppt. Maurok lädt euch in die Gilde Schwerter der Macht ein. Ist zwar ganz nett, aber ohne vorherige Gespräch möchte ich sowas nicht. So, was haben wir hier denn? Feiertagspaket seelengebunden. Benutzen erhöht jeglichen Erfahrungs- und Rufzuwachs eine Stunde lang um 14%. 10 Sekunden Abklingzeit. Machen wir, weil Ruf und Erfahrung ist nie zu verachten. So, was steht da für eine Gastgeberin der Pilger? Freudentafel. Tag. Braucht ihr etwas? Teilen an der Festtafel. Ihr habt nicht wirklich die Pilgerfreuden genossen, wenn ihr nicht ordentlich an einem der reich gedeckten Tische den Bauch vollgeschlagen habt. Bitte setzt euch doch und speist, so viel ihr nur könnt. Ihr könnt selbst von Stuhl zu Stuhl rücken oder andere darum bitten, euch einige der Speisen weiterzureichen. Sobald ihr genug von jedem Gericht verspeist habt, kommt ihr zu der Erkenntnis, teilen macht Freude. Verspeist 5 Portionen jedes Gerichts an einem reich gedeckten Tisch, bis ihr zu der Erkenntnis kommt, teilen macht Freude. Machen wir. Also erstmal hopsen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir... an Gewürzbrotfüllung Laben. Knops. Dann gehen wir mal zum nächsten Stuhl. Süßkartoffel. Knops. Moosbeeren. Das ist bestimmt lecker. Komm, Alter, mach Platz. Genau, sehr schön. Am Truthahn laben. Truthahn, lecker. Und an Kuchenlaben. Kuchen. Oh, was lecker. So. Und? Ach, 5 Portionen von jedem Gericht. Na gut, dann werden wir mal. Also davon haben wir schon. Das wäre jetzt Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Zwei. Drei. Vier.
5. Sehr schön. Dann geht's weiter zu den Moosbären. 2, 3, 4, 5. Richtig? Ja. Teilen macht Freude. Sehr schön. Schönen guten Tag. Man sieht sich. Super. Wir haben fertig. Nee, halt. Wo ist denn der? Doch, da unten. Ach, wir können uns ja ein Reittier aussuchen. Sieh, da war ja was. Wir sind ja... Ach nee, können wir nicht, weil wir noch keine 20 sind. Weil wir noch kein Geld haben. Stimmt. Eieiei und jei. Dann gehen wir erstmal die Quest abgeben. Da war ja was. Uns fehlten ja Moneten. Noch eine Quest. Drenai Burger. Mal gucken, was er von uns möchte. Juten Hu. Sprecht mit Gregory Taber außerhalb der Tore Sturmwinds. Nehmen wir erstmal an, ob wir rechtzeitig hinkommen, ist die zweite Frage. So, habe ich eigentlich irgendwas zum Kochen? Mö. Watschel, watschel. Habe ich irgendwas, was ich in die Bank lagern kann? Ach halt, Moment, Leidenstoff, da können wir ja schon mal was herzaubern. So, zu 40 hat es nicht ganz gereicht, aber das passt schon noch. So, Berufsausbilder. Was hatten wir? Schneiderei. Da hinten. So. Das tapfere Schneiderlein. Jeder Tag ist ein Segen. Super. So, dann gucken wir mal nach, was wir herstellen können.
So, wir können braune Leinenrobe. Die ist schlechter. Eine weiße Leinenrobe. Die ist noch schlechter. Ein Leinengürtel. Der ist schlechter. Schwere Leinenhandschuh. Schlechter. Braune Leinenhose. Schlechter. Einfache Leinenstiefel. Schlechter. Leinenumhang. Schlechter. Leinenverband. Ach so, ist ja Quatsch. Gut, wir werden aber trotzdem irgendwas herstellen. Und zwar dafür, wo wir am wenigsten Stoff verbrauchen. Die nimmt 3. Der nimmt 1. Ist der, ja. Dann nehmen wir natürlich die hier. Dann kaufen wir mal groben Faden. Nehmen wir als erstes mal 5 Stück. 6 Stück, dann machen wir 10. So, mal gucken, ob man mit 45 was neu hat. Jawohl. Oh, guck mal, Leinentaschen. Sehr schön. So, was habe ich denn jetzt für? Jetzt habe ich 8 Platzbehälter. Leinentaschen sind 6er. Okay. Einfaches Kleid. Ach so, wie fühlt euch hübsch? Na, ganz hübsch. Schwere Leinenhandschuhe. Stimmt, hatten wir schon, sind schlechter. Aber die sind eben halt grün, was ja auch nicht verkehrt ist. Die ist auch grün. Dann nehmen wir die, weil die können wir dann auch gleichzeitig entzaubern und haben dann wieder Möglichkeiten, unsere Verzauberkunst ein bisschen hoch zu skillen, was ja auch nicht verkehrt ist. So, die hier werden wir mal verkaufen. Achso. Willkommen! Stöbert nach eurem Belieben. Und Geldverlust gemacht. So, was kann ich herstellen? Mal sowas von gar nichts. Okay. So. Entzaubern. Klonk. 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 Sehr schön. So, dann gucken wir nach, was wir noch machen können. Jetzt sind wir nämlich bei 50. Ich konnte bei 50 nur Steuert lernen. Oh. Mit 75 erst wieder. Ne, ist ja Quatsch. Mit 60 kann ich grüne Leinenarmschienen herstellen. Also brauche ich noch 10. Gute Reise. Hier sind alle Preise angemessen. Alter, ist ja Quatsch, so rum. Schlechter. Was hatten wir noch? Verstecktes Leinencape. Oh, das ist besser. Mehr Intelligenz. Okay. Erinnert euch an die Lehre der Vergangenheit. Mögt ihr finden, was ihr sucht. So, sehr schön. Das werden wir jetzt auch anziehen. Ja, ja.
Und schicket gelb. So, und den Rest werden wir jetzt wieder entzaubern. Und dann müsste ich auch genug Material haben, um schon mal was zu verzaubern. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn schon an schwaches Ausweichen? Brauchen wir nicht schwache Gesundheit? Ja, machen wir das. So. Armschienenverzauberung, schwache Gesundheit. Dann werden wir die hier mal anwenden. Sehr schön. So, dann werden wir mal gucken, wo hier der Verzauberlehrer war. Weil ich glaube, mit 10 kriege ich auf wieder ein neues Rezept. Berufsausbilder. Für Zauberkunst. Ist er ja. Geringer Magiezauberstab brauche ich nicht. Okay, dann machen wir also erstmal weiter. Quatsch, da wollte ich hin. So, was haben wir denn hier? Gute Gesundheit. Immer noch schwache Gesundheit, dann machen wir das eben halt weiter. So. Brustverzauberung, schwache Gesundheit. Vor allem die Brust. Da ist die Brust. Thank you.
Familie gesegnet sein. Verliert euren Glauben nicht. Seid gesegnet. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Hier raus. Da. Und da ist dann auch gleich das Fragezeichen. Und noch ein Ausrufezeichen. Cool. So. Geht's da lang? Hier in dem Häuschen drinne. Na. So, jetzt muss ich trotzdem gucken, wo das Fragezeichen ist. Das ist da oben. Da jetzt hoch. Da steht er. Ja, moin. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Bringt Wielands Anordnungen zu Verteidiger Boris bei der Blutwacht. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Echt jetzt kein Geld? Ich brauche doch Geld. Enno. Na gut. Bevor wir aber zur Blutwacht zurückkehren, werden wir mal zur Zurwacht fliegen. Weil wir müssen noch das Vorstellungsschreiben zu Jägerin Keller Nachtbogen bringen und ich weiß nicht, wo die gerade rumhockt.
gucken, wo die rumhängt. Ich ahne ja, warte mal. Ja, habe ich mir fast gedacht. Also, Kommando zurück, machen wir beim nächsten Mal. Weil da sind wir dann eh richtig, wenn wir die Insel verlassen wollen, und das wollen wir ja nicht, jedenfalls die Inselgruppe, wollen wir nicht verlassen, ohne hier vorher die ganzen Quests gemacht zu haben. Also dann jetzt erstmal zu den Speeren der Schwarzschlammküste. Die dann einen GPS-Tracker versetzen und dann haben wir vielleicht sogar ein bisschen Geld, um endlich reiten zu lernen. Das war so klar. Jetzt hast du davon. Jetzt hättest du mal Geld bei haben können.
erst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ein Ziel. Yeah.
Erkenon Poros. Lass. Das Ende der Legion rückt näher. Gute Gesundheit, langes Leben. Die Legion wird fallen. Gehabt euch wohl. Seid herzlich gegrüßt. Gute Reise. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Die Naru haben uns nicht vergessen. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Öffnet euer Herz dem Licht. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen.